So, jetzt bin ich am Hafen. Dann gucken wir mal nach, was man so machen kann. Ich kann auf jeden Fall eine. Wobei, ich glaube, das mache ich erst. Das mache ich später. Die Sache mache ich später. Der ein oder andere weiß ja schon Bescheid. Schon mal, wir sind ja gar nicht mehr bei den Nice Bags. Wir sind ja bei den Störrebrand. Wenn ich ihn nach da hinten laufen muss, dann mache ich jetzt einmal hier. Nun, wie schaut es aus? Dieses prachtvolle Schiff hinter mir habe ich im Angebot. Es ist aus zweiter Hand, doch tadellos geführt. Ich kann es euch für einen Spottpreis überlassen. Weil Spottpreis belief sich auf 1000 Dukaten, richtig? Ah, ihr seid nur nicht nur fachkundig, was Schiffe anbelangt. Ihr habt obendrein auch noch ein gutes Gedächtnis. Ja, 1000 Dukaten, das ist vollkommen richtig. Also, wie sieht's aus? Wollt ihr das Schiff stehen? Ganz schön gepfeffert, aber was soll's? Wer sein eigenes Schiff will, muss tief in seinen Säckel greifen. Abgemacht, ich nehme es. Großartig. Dann nehme ich. Das nenne ich Entschlossenheit. Hier. Hiermit seid ihr stolzer Besitzer dieses stolzen Schiffes. Gratuliere. Ja. Was schaut ihr so düster drein? Leinen los und auf ins Abenteuer! Soll das ein Scherz sein? Ihr habt mich betrogen. Ihr habt mir diese kleine Nussschale 1000 Dukaten abgeknöpft. Dabei wolltet ihr mir das Schiff hinter euch verkaufen. Aber, mein Freund, das Boot ist doch hinter mir. Außerdem wisst ihr doch, es kommt nicht immer auf die Größe an. Eure altklugen Weisheiten könnt ihr euch stecken. Gib mir sofort mein Geld wieder, sonst passiert etwas. Oho. Ich glaube, wir setzen das Gespräch ein anderes Mal fort. Euer Kopf ist ja ganz schön rot, aber was ist das? Folgt mir. Spielen. Das hat ja mein Geld. Und das Boot kann ich nicht mal benutzen. Wobei, da passt ja nicht mal die Gruppe rein. Das große Schiff hier. 1000 Dukaten. Kommt schon hin. So, wenn ich, glaube ich, mal die Preise bedenke, die es im Dings gibt. Die im Basisregelwerk stehen. Also er rennt jetzt zum Preiosplatz. Na, ich weiß, wo der hin muss. Ich gehe da einfach mal hin. Ja. Der betrügerische Bootshändler. Finde den Bootshändler. Wo ist dieser Halunke hin? Die 1000 Dukaten bleibt ihr mir nicht schuldig. Und wenn ich sie aus ihm herausprügeln muss. Aber zuerst einmal muss ich ihn finden. Und das scheint gar nicht so einfach zu sein. Wir wissen schon, wo der ist. Ne? Der ist an einer ganz bekannten Stelle. Beschaulicher Ort. Und eure Residenz liegt direkt gegenüber. Ihr seht mich beeindruckt. Ach ja, der gute Trall da. Ich habe auch übrigens, nachdem ich Frulana raus habe, bin ich jetzt der Fachmann für die Tier- und Pflanzensachen. Vorgrim ist jetzt der Medizinzwerg geworden, da er eh so viele Punkte hat. Und übernimmt er dann die Aufgabe hier in der Gemeinschaft. Ich kann ihm auch gleich die ganzen Sachen geben. Ah, Tralda, der hat auch hier, ha, 85 Steine. Also, das ist ja gar kein Problem. Ja, ich glaube, das müssten dann alle Sachen. Oh, wobei, ich kann ja noch die Heiltränke aufteilen. Müssten Na seine klar. sein. Okay, die von Kladis waren auch noch mit dabei. Aber da gibt er einfach die Hälfte rüber. Einfach so drei Stück oder so. Er hält ja mehr aus als Kladis. Brotshändler, zwielichtige Person. So viele Dukaten, sagst du? Das glaube ich dir nicht. Das Wenn ich bin es dir ich. doch sage, schau her. Bifex, wahrlich ein stolzes Sümmchen. Dieses Landei hat sich doch tatsächlich überhauen lassen. Dieses Landei zeigt ihm gleich was. Stolzer Besitzer eines Zehnmasters. Für eine stattliche Summe Dukaten. So viele Dukaten, oh, sagst fein. Du? Das glaube ich dir. Na, wenn ich es dir doch... Oh, ihr seid es. Seid ihr wieder an Land? Ich will das Lachen gleich vergehen, wenn ich euch an den Haaren zur Stadtwache schleife. Dieser gleich um die Ecke. Oh je, das hört sich nach Ärger an. Verdammt. Du hast ja aber auch mal wieder den besten Platz für das Treffen ausgesucht. Mal wieder? Du weißt doch ganz genau, dass ich immer hier stehe. Wenn dir das nicht passt, mach das nächste Mal gefälligst vorher den Mund auf. Ach...
Lass mich doch in Ruhe. Wer denn jetzt den Ärger, du oder ich? Mein Geld, aber sofort. Schon gut, schon gut. Es war doch alles nur ein Spaß. Hier ist es. Das Bötchen könnt ihr auch behalten, wenn ihr wollt. Vielleicht zum Angeln. Damit ist doch die Sache aus der Welt, oder? Dank Fex, dass ich so ein gütiges Gemüt habe. Ansonsten hätte ich nicht übel Lust verspürt, euch eine ordentliche Abreibung zu verpassen. Was? Aber ich gehe besser. Gehabt euch wohl. Tja. Okay. Was befehlst du? Ich habe auch noch Tralda die Sternenhände gegeben, weil ich lasse so gute Ausrüstung jetzt nicht zwingend bei Rulana. Und ich habe ihr auch die Kettenbeinlinge weggenommen. Und das Amulett der Rondra. Damit hat er halt jetzt einfach 17 Etikette. Ja, er ist halt einfach der Ritter jetzt. Fext. Und was hat er so? Brechstange. Das ist eigentlich bloß eine Zuschlagswaffe. Haarnadeln. Ich habe nichts mehr, was ich brauche. Ich habe unendlich Haarnadeln. Bloß in besser als Messer. Und Dietrich habe ich auch en masse. Die kann ich auch so herstellen. Spieß Effing zu dir. Kann er mir noch was Neues beibringen? Nee, er kann nur die üblichen Sachen. Dann gehen wir wieder zurück zum Hafen und schauen wir mal, was so die Handelsleute so von mir möchten. So. Habe ich den schon mal beklaut eigentlich? Ja. Herr Regulan Störrebrand will euch sprechen. Geht nur durch, er wartet schon. Warum auch immer jetzt gerade mein... mein Game sich minimiert hat. Ich weiß nicht warum, aber um die Zeit passiert das irgendwie öfters mal. Weird ist das. Weird. Alles klar. Kann ich den beklauen? Die zwei Dudes da drin kann ich aber bestimmt bestehlen. Ich habe gerade schon gelesen, arbeitsloser Störrebrand. Ja. Erst natürlich. Genau auf euch warte ich schon. Als erstes danke ich euch im Namen des Handelshaus Störrebrands für eure bisherige Leistung. Ihr seid jetzt offiziell ein Mitglied des Hauses. Leider habe ich auch gleich etwas für euch zu tun. Feiern müssen wir später. Kein Problem. Als frisch gebackenes Mitglied des Hauses Störrebrand ist es mir eine Ehre zu helfen. Was genau kann ich für euch tun? Ich habe gerade beunruhigende Kunde erhalten. Aus dem ganzen Bezirk erhalte ich Meldungen, dass sich die Übergriffe der Schwarzaugen auf unsere Mitarbeiter häufen. Es mutet fast so an, als strebe das Haus Niceback eine Art offenen Krieg mit uns an. Wir müssen schleunigst handeln. Was schlagt ihr vor? Einige unserer Arbeiter sind zurzeit noch im Hafenviertel unterwegs. Zu einem im flinken Frettchen nahe der Anlegeplätze und in Richtung Fuhrmannsheim sind auch welche unterwegs. Wenn ihr dort nach dem Rechten sehen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Selbstverständlich, ich kümmere mich darum. Sehr gut. Nichts anderes habe ich von euch erwartet. Berichtet mir, wenn ihr für die Sicherheit unserer Arbeiter gesorgt habt. Ach, und falls euch irgendwelche Schwarzaugen über den Weg laufen, seid nicht zu zimperlich. Sie sollten spüren, dass sie diesmal eine Grenze überschritten haben. Das ist so, die schicken so die Billow-Dudes und die schicken hier den Elite-Trupp. So, die billigen Fußsoldaten versus Elite Boys, da sind sie schon. Die Schwarzaugen.
Da ging der eine Arbeiter zu Boden. Da kommt er mit dem Hammer, mit dem Vorschlaghammer. Da instant Stufe 11. Ich habe auch nachgelesen. Ich hätte theoretisch als Etralda, bevor ich quasi zum Hesinde-Tempel gegangen bin, hätte ich ihn in die Gruppe holen müssen. Dann hätte er noch die Erfahrungspunkte vom Orakel bekommen und die noch vom Rakorium. Als ich mit ihm gequatscht habe. Na, das wäre natürlich das krasseste Metagaming gewesen, aber ich habe nicht gewusst, dass es geht. Na, da sind die Arbeiter auch schon tot. Konnte leider keinen beschützen. Die waren schon tot, bevor ich da war. Komm, ich hau mir meinen Armatux drauf. Arquatus. Bevor ich selbst noch so aussehe wie die, die Hafenarbeiter. Kann eigentlich den Klingensturm nicht machen. Ach, der geht ja, glaube ich, mal mit dem Zweihänder gar nicht. Muss ich mal nachgucken, ne? Hier, wo ist hier Zweihandschwert? Ja, Klingensturm geht nicht. Weder gezielter Stark, Stich, Todesstoß. Ich bin noch am überlegen, ob ich Kladis nicht später noch ersetzen soll. Und dann gibt es noch jemand anders, den ich mit reinnehme, der mehr Marshall-Charakter ist als Kladis, aber halt auch so ein Halbmagier. Ja, da muss ich da durch. Aber das werde ich noch entscheiden, wenn ich den finde. Weil der bekommt auch noch eine richtig gute Waffe. Ja, schade, dass ich eigentlich auch einen Stab benutze, sonst könnte ich den Schild des Fendral benutzen. Ich habe keine Ahnung, was macht denn der eigentlich? Minus 2, aber 5. Alle Angreifer alleine ein Malus von minus 4 auf ihre Attacke. Der ist halt, boah, der ist halt übelst krass. Wirklich seine zweite Parade. Rückangriffe und den Träger vor Angriffen schützt. Ja, muss ich mal gucken. Wie. Habe ich jetzt gerade irgendeine Nahkampfwaffe? Könnte das Kirschnermesser benutzen. Ach, das ist keine Waffe mehr. Was? Okay. War früher mal eine Waffe. Aber man konnte es auch benutzen, ohne dass man das ausrüstet. Das war irgendwie so ein bisschen weird. Wie viel hatten der mit Armats? Oh, okay. Für Rutger. Und übrigens diese Strahlen, die da immer so kommen, wenn die treffen, das kommt vom Waffenbalsam und von dem. Ich glaube, die Weißen waren Waffenbalsam und das. Die Orangen müssten vom Schleifstein kommen. Die geben quasi plus einen Hitpoint immer. Nimm das! Da das hier nicht dieser krasse Special-Waffenbalsam ist, den es auch den sonst so gibt. Es gibt noch einen anderen. Der gibt, glaube ich, mal irgendwie plus 3 oder so auf den Dings drauf. Oder irgendwie so. Oder war es plus 10? Der war irgendwie krass. Der ging 10 Runden und man konnte damit auch Dämonen verletzen. Bloß der Punkt war, wenn die 10 Runden vorbei waren. Oder nee, für 10 Schläge oder so war das. Aber wenn das vorbei war. Dann ist einfach die Waffe zu Staub zerfallen. Steht offiziell im
im Grundregelwerk drin, ihr könnt es nachlesen. Ich will ja mal sagen, im Player's Handbook steht es drin, aber es ist ja hier nur, ist ja aber das Basisregelwerk. Die Zusammenarbeit gerade war so richtig gut. So, der eine schlägt immer so. So, er mit dem Stab blockt immer und treibt immer von der Seite, so in den Hieb in die Seite. Ja. Dann haben die mir aufgelauert. Die wussten, dass ich komme. Die wussten aber auch, dass sie sterben werden. Das ist die Rache dafür, dass ich den Dings geklaut habe. Wahrscheinlich, dass ich hier Grovins Hammer von denen geklaut habe. Ja gut, dann laufe ich mal wieder zurück zum Handelskontor und gucken wir mal, was danach die Aufgabe ist. Und wie viel die zahlen. Kreider, der ballert hier immer die Anekdoten raus. Holy shit. Ja, gerade hat er was über Flüchtlinge erzählt und so. Und wie unsicher Ferdok geworden ist. Ich wusste tatsächlich nicht, dass er hier immer irgendwas zu sagen hat. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin aber mit Kreider auch noch nie so wirklich immer durch Ferdok gerannt. Aber wir sind ja eh gleich da. Hat der noch irgendwas zu sagen? Herr Regulan. Nee, der verweist mich immer nur auf Regulan. Der ist mein neuer Vorarbeiter. Jetzt stehe ich quasi über dem Laran. Über Lörres. Wie schaut es aus? Konntet ihr alle Übergriffe vereiteln? Ja. Das konnte ich. So schnell werden sie diese niederträchtigen Schwarzaugen nicht mehr an Störrebrandarbeitern vergreifen. Bin begeistert. Aber habt ihr bewiesen, dass es aus Störrebrand... Abermals habt ihr bewiesen, dass es aus Störrebrand auf euch zählen kann. Aber genug geschwätzt. Natürlich gibt es auch eine Belohnung. Hier, nehmt. Das wäre nicht nötig gewesen. Habt Dank. Habt ihr schon eine Idee, was das nächste zu tun ist? Noch nicht. Ihr weiß schon, was diese Ulvine Nicepick als nächstes plant. Ich sollte dringend mit meinem Vater die nächsten Schritte überdenken. Kommt später wieder, vielleicht sind wir dann klüger. Und nochmals danke für alles, was ihr für unser Haus getan habt. Wenn das alles vorbei ist, feiern wir zusammen, versprochen. Oh. Ich rede mal mit dem. Deikemoller, mit Lörres. Ah. Schnell, geht ins Lagerhaus. Herr Störrebrand wartet schon auf euch. Es ist dringend. Ah ja, ich weiß schon, was das wahrscheinlich für eine Quest ist. Na klar. Gut. Okay. Ich kann leider nur einen beklauen. Oh, wenn ich aber drin bin und der alte Störrebrand mit dabei ist, dann kann ich den beklauen. Der muss doch bestimmt Geld dabei haben. Tretet näher. Mein Name ist Emmerand Störrebrand. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Ihr seht mir aus wie so ein übergroßer Zwerg. Ja, Sir. Das ist korrekt. Was passiert? Alle laufen so aufgeregt herum. Oh. Es schmerzt mich zutiefst, euch dies zu erzählen. Doch ihr müsst davon erfahren. Das Haus Nicebeck hatte uns zu Friedensverhandlungen auf neutralem Boden geladen. Regulan sollte sich mit Vito Nicebeck vor den Toren des Praios-Tempels treffen. Das Ganze entpuppte sich als Falle. Von Vito Nicebeck lanciert und verübt von diesem Taschmann. Da das Treffen am heiligen Tempel des Praios stattfinden sollte, hatte Regulan nur wenige Leute zu seinem Schutz bei sich. Doch wurden sämtliche Begleiter unter einem Vorwand von der Stadtwache abgeführt. Dieses Scheusal von Obergardist schreckt für Geld vor keiner Schandtat zurück. Die sich immer so komisch dort dreht. In Praios Antlitz habe ich meinen geliebten Sohn verloren. Durch die Hand dieser Ratte. Regulan. Was sein Verlust für mich bedeutet, vermag ich kaum in Worte zu fassen. Niemand soll glauben, dass er mit dieser Untat davon käme. Auch keine Ulvine Nicebeck. Meinen Zorn zu wecken ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nun brauche ich eure Hilfe. Okay.
Natürlich werde ich euch helfen. Was kann ich für euch tun? Hab Dank, mein Sohn sah in euch einen Freund. Ich tue dies auch. Nennt mich Emmeran. Nun, Tashman dachte wohl, dass er diesen Feigenmord vertuschen könne. Sich mit weiteren Lügen aus der Situation herauswinden wollte er sich... Doch dem ist nicht so einfach. Ja. Auch wir Störrebrands haben überall Augen und Ohren. Und es gab Zeugen. Nun ist die Stadt gerade hinter dem ehemaligen Obergardisten her, doch er ist untergetaucht. Ferda konnte er nicht verlassen, alle Stadttore werden kontrolliert. Meine Informanten zufolge gibt es nur eine Möglichkeit für ihn, der Stadt zu entfliehen. Und das über den großen Fluss. Ihr sollt ihn für mich finden. Sucht Tashman. Er darf Ferdok nicht verlassen. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn nicht. Stattdessen brecht ihm jeden einzelnen Knochen in seinem Leib. Aber lasst ihn leben. Ich brauche ihn als Zeugen gegen Ulvine Niceback. Ich zerstöre dieses niederträchtige Haus. Wenn es das Letzte ist, was ich tue. Es wäre mir eine Ehre, euch zu helfen. Für das Andenken Regulans. Nichts anderes habe ich von euch erwartet. Vielen Dank. Eure erste Anlaufstelle sollte einer meiner Informanten sein. Sein Name lautet Kalander Kupines. Er hat einen Marktstand nicht unweit von der Anlegestelle. Er weiß über alles Bescheid, was am großen Fluss vor sich geht. Wie er sie anguckt, dann steht sie so hinter ihm. Oh ja, ich drehe mich nicht um. Ach, Keller. Okay, er hat einfach nichts dabei. Ach, der Arme. Der arme Regulan. Oder Rogulan? Nee, Regulan. War schon richtig. Für eine Handvoll Dukaten. So wie wir dir. Ja, Regulan. Ne, Tashman sammelt Informationen. Also, ich weiß ja, wo Tashman ja eigentlich ist. Ja. Oh, hat der Herr Störrebrandhändler eigentlich neue andere Sachen da? Herzlich willkommen! Sagen wir, Diamantenstopp? Ne, Doppelkontürmer. Der ist nicht so krass. Edelsteine. Einmal da ist das Satinkleid. War das nicht mal teurer? Es gab da irgendein Kleid. Das war ziemlich viel wert. Eine Marcusi. Eine Cucinero. Okay. Bis 5 Körperkraft. 10 Minuten, okay. Das Mute. Der Raya. Meint ihr? Weiß nicht, könnte eigentlich. Hat schon Mut, ne? Weiß nicht, wie sein Charisma so aussieht. 9. Ach. Thorgrim, der braucht doch nicht großartig Charisma. Wobei, was braucht denn der eigentlich für einen? Klugheit, Charisma, Fingerfertigkeit. Ah! Komm. Charisma mal 10, bitte. Das sind ja Vorgrims Spezialitäten hier, ne? Klugheit, Charisma und Fingerfertigkeit. Das ist ja wenigstens durchschnittlich von beidem her. Oh man. Dann gehen wir mal zu Kupines und schauen mal, was der zu sagen hat. Kalander Kupines. Kalander Kupines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortimente. Ich bin auf Geheiß Emmeran Störrebrands hier. Er meinte, ihr wärt der richtige Mann für mein Anliegen. Gewiss, wie kann ich helfen? Man sagt mir, ihr werdet stets im Bilde über das, was sich am Hafen hier so tut. Ich suche einen Mann. Er wird versuchen, Ferdok auf dem schnellstmöglichsten Weg zu verlassen und am schnellsten ging das über den Fluss. Ihr sucht also ein Passagierschiff? Nun ja.
Solche gibt es hier eher selten. Die meisten Schiffe, die hier halten, machen, sind nun mal Frachtschiffe, was aber nicht heißen soll, dass man sich nicht bei dem einen oder anderen eine Überfahrt erstehen könnte. Wenn ihr jemanden kennen würdet, der solche Überfahrten dennoch ermöglicht, was würdet ihr dann für dessen Namen verlangen? Nichts in eurem Fall. Betrachtet das als Geschenk an Emmerand Stirrebrand. Grüßt ihn herzlich von mir und bekundet ihm nochmals mein Beileid für den Verlust seines Sohnes. Das werde ich. Wen muss ich aufsuchen und wo finde ich diese Person? Lasst mich überlegen. Ja, um diese Zeit sollte sie noch da sein. Aber ihr solltet euch sputen. Geht nach Fuhrmannsheim. Dort am Brunnen solltet ihr eine Anelia Enko vorfinden. Gegen das nötige Kleingeld verschafft sie Leuten ein ruhiges Plätzchen. Plätzchen zwischen den Säcken und Kisten der Transportschiffe. Wenn derjenige also über den Fluss aus Ferdok verschwinden will, dann kann er eigentlich nur bei ihr gewesen sein. Hab Dank, ich mache mich sofort auf den Weg. Da solltet ihr demnächst verlassen, nämlich wieder einige Schiffe den Hafen. Er könnte bereits auf einem von ihnen sein. Ich glaube, da muss ich extra nach Fuhrmannsheim gehen. Gut, dann machen wir einen kurzen Peak rüber nach Fuhrmannsheim. Da kann ich dann auch gleich das mit den Feuerfliegen machen. So, dann schlagen wir mal die Feuerfliegeneier. Wurde auch Zeit, dass sich endlich mal jemand um diese Nester kümmert. Nester? Wollt ihr mir damit sagen, dass es noch mehr als dieses eine gibt? Aber ja, ich habe in ganz Fuhrmannsheim welche gesehen. Wenn diese Viecher hier herumschwirren, kann sich doch kaum jemand auf die Straße wagen. Ich sag's euch. Ihr werdet so spielen mit diesem Nest hier fertig geworden. Kümmert euch doch bitte um die anderen. Keine Sorge, diese Feuerfliegen werden schon bald keine Gefahr mehr sein. Dachte ich mir doch, dass ihr jemand seid, der zur Tat sprechen lässt, anstatt mit Worten herumzureden. Ich zeige euch die Stellen, wo die Nester gefunden habe. Also dann, gute Jagd und schönen Tag noch. Okay. Der ist dann einfach wieder verschwunden. Der mysteriöse Anwohner. Der guckt wahrscheinlich den ganzen Tag aus dem Fenster und hofft, dass irgendjemand irgendwas macht, wo man dann was dazu sagen könnte. Kommt da nicht dann auch Feuerfliegen eigentlich raus? Ja. Oh, er macht einfach 4 Schaden. Hätte den Kampf schon längst beenden können. Wird auch wieder eine längere Folge werden. So wie man es kennt, wenn ich Nebenquests mache, aber... So. Ja, es gibt eh noch genug Folgen. Oh, Krüppel Retro. Ah, ja, okay. Verdammt, neugierige Gesellen. Erledigt das. Alles klar. Fische, Schleuserin Dana. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Tretet näher. Ja, womit kann ich behilflich sein? Anelia Enko, Taschmann, wo will er hin? Auf welches Schiff habt ihr ihn untergebracht? Redet. Taschmann, Schiff? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich warne euch, spielt nicht die Dumme mit mir. Ich habe euch doch noch gesehen, wie ihr mit ihm über eine Überfahrt verhandelt habt. Überfahrt? Ich weiß ehrlich nicht, wovon ihr da redet. Sprecht, Weib. Und ich werde mit der Stadtgarde zurückkehren. Die werden sich sicher für eure Geschäfte interessieren. Schon gut, schon gut. Dieser Taschmann ist auf dem Weg zum Hafen. Dort liegt die Horasia vor Anker. Er hat sich dort noch einen kleinen Platz ergattern können. Die soll heute noch ablegen. Horasia, sagt ihr. Gnade euch den Göttern, sollte er entkommen. Günstig und gut ist Stromglas gut. Aber wir kümmern uns zuerst um die Feuerfliegen. Und wahrscheinlich dann noch um so eine andere Sache. Anbarsche Plätzen, alles was Schuppmark findet ihr hier. Tretet näher. Frische Fische. Heute Morgen im großen Fluss gefangen. Günstig und gut ist Strunklers gut.
Ah, okay. Da ist auch noch mal eins. Ich dachte, da werden jetzt mehr verteilt. Fische, Fische, Fische. Na klar. Flusskarpfen, Anbarsche, Plötzen, alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Tretet näher. Frische Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. So noch lange keine Linderung in sich. Mann, sowas läuft bei dir rum. Ibram, du musst wirklich mal wieder sauber machen. Nun erzähl mir nicht, wie ich meine Schenke zu führen habe. So ein Vieh will ich nicht bei Nacht begegnen. Vielleicht hat der Magier es auch aus der Luft gezaubert. Ah, ihr kommt genau richtig. Wieso denn? Was passiert? Und ob was passiert ist, ein schreckliches Ungetüm hat sich in meiner Schenke breit gemacht. Ich konnte das Vieh gerade noch einsperren. Ungetüm? Das müsst ihr mir näher erklären. Sein Magier kam mir damit in meinem Gasthaus, sei es nicht sauber. Und prompt zauberte er eine riesige Schabe hervor. Dann ist er einfach abgehauen und hat uns mit dem Ding allein gelassen. Um ein Haar hätten wir uns alle nicht mehr in Sicherheit bringen können. Bitte schlag dieses Vieh tot. Bevor es noch, sich noch befreit und meine Stammkundschaft aufrisst. Ich war aus wie ein Kammerjäger, ich habe wirklich Besseres zu tun. Wenn es weiter nichts ist, ich komme gleich wieder. Na, hoffen wir mal, dass ihr auch noch so mutig seid, wenn ihr das Vieh gesehen habt. So aufgeschlossen habe ich. Reingehen müsst ihr schon selber. Wir halten hier draußen die Stellung. Das ist wahrscheinlich eine Dings hier. Niesenschabe. Ja, eine Gruftassel. Ja. 270 Lebenspunkte. Na klar, Phorax. Ja, moin. Halbkreis bilden. Oh, schwerer Wund. Das Ding ist aber schon stark. Eine Schabe in der Schenke. Die geben mich dann zweimal Gruftasselaugen. Nee. Doch nicht. Einmal Kladdes. Weil ich könnte auch ein Klarum Purum. Aber ich glaube, den müsste ich bei dem Gift. What? Könnte nicht entfernt werden. Oh. Da ist der Gulmund-Tee verbraucht. Szene. Okay. Muss ich noch gucken, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rein investiere. Oh, danke, Spiel. Jetzt ging's auf einmal. Vielleicht lag's auch an der Aufnahme, ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel manchmal Probleme mit sowas hat. Na. Wobei ich, glaube ich, mal vorher diese Abfrage hatte, dass es, wie ich anscheinend irgendwie tot noch lebt oder I don't know. Das war wieder so ein typischer Run-DLL-Fehler. Ihr werdet die Fehlermeldung ja noch sehen. Aber ja. Mausetot. Ha, wusste ich's doch. Auf euch ist toll Lass. Hab vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Und hat er mir das bezahlt? Keine Ahnung. Vielleicht kriege ich ja für die Gruftasselaugen beim Koch noch ein bisschen was. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich auch keinen mehr hab, der Wildnisleben hat, ne? Dann sehe ich ja die Pflanzen auf der Map nicht mehr. Ich glaube, dann wird halt einfach Vorgrim, weil er derjenige ist, der natürlich am meisten Punkte hat momentan.
derjenige, der hier. Der wird dann zum Naturburschen. Komm, dann kümmern wir uns noch um die letzten. Um das letzte Nest da drüben. Ich dachte echt, es wären mehr Eier. Tatsächlich. Muss mal, bevor ich dann, ich glaube, bevor ich hier dann komplett fertig bin, muss ich da mal noch ins Wiki gucken. Also ich gucke öfters mal ins Wiki im Wiki nach, wenn ich denke, dass ich Dinge verpasst hätte oder sonst was. Wenn ihr wollt, ihr könnt das auch gerne tun. Ich könnte auch mal nach der Folge eigentlich hier mal verlinken. Wenn ich dran denke. Und da müssten eigentlich auch alle, also da stehen sehr viele nützliche Informationen dabei. Leider stand nicht dabei, was hier der gute Trall da in seinem Inventar hat. Oder was er in seinem Inventar hat, was man ihm stehlen kann, wenn man versucht, ihn nach dem Kampf mit Neudrokon zu bestehlen. Ja. Vielleicht ist sein Inventar auch einfach leer und darum hat niemand was eingetragen. Könnte ich mir auch vorstellen. So, jetzt gehen wir zum großen Punkt. Da muss ich gleich speichern, weil das wird jetzt sehr interessant werden. Ich packe mir schon gleich mal meinen Armatrutz drauf. Das bin ich. Dezeption. Klar, das hat kaum Astralpunkte. Okay, ich habe halt einfach instant wieder welche, weil da ist immer noch Ardus Blut. Wieso beim Namenlosen verfolgt ihr mich? Es scheint, ihr habt euer Schiff verpasst. Warte, ich kenne euch ja natürlich. Aske, was wollt ihr? Ich verhafte euch hiermit wegen Mordes. Ihr solltet friedlich mitkommen und euch der Stadtgarde stellen. Wegen Mordes? Dass ich nicht totlache. Ihr könnt mir keine Verbindung mit dem Tod Ados von Eberstamm beweisen. Lächerlich. Ado? Was hattet ihr, Ratte, mit dem Tod an meinem Freund zu tun? Ich bin wegen Regolan Störrebrand hier. Was ich meinte ist... Sprecht, Taschmann, solange ihr noch sprechen könnt. Eure Lügen werden euch dieses Mal nicht retten können. Zum Teufel mit euch und eurem Freund. Es war nichts Persönliches. Er schnüffelte halt ein wenig zu intensiv in Angelegenheit der Nicebacks herum. Deswegen habt ihr ihn umgebracht? Nein, ich habe keine Hand an euren Freund gelegt. Wir haben nur mit meiner Hilfe so aussehen lassen wie einen Ritualmord. Ihr seid eine Ratte, Taschmann, das Geschwür Ferdox. Sprecht, wer hat Ado umgebracht? Jandrik? Allerdings. Wie es scheint, ist unser Herr Obergardist mal wieder etwas zu redselig. Auris Nasus Oculus! Was hat das zu bedeuten, Jan? Was macht ihr hier? Erklärt euch! Spart euch euren Befehlston für eure Straßenköter und Handlanger auf! Ist euch etwa entfallen, dass das Haus Nicebeck nicht mehr Mitwisser duldet, als für seine Pläne nötig sind? Nein, so vergesslich könnt selbst ihr nicht sein. Wie es scheint, Ludger, seid ihr einfach nicht zur Verschwiegenheit in der Lage. Doch dann lasst ihr die wichtigsten Einzelheiten aus. Über die Qualen, die dieser Ardo vom Eberstamm durch meine Hand erlitt, bevor ich ihm zusammen mit seinem Herzen das Leben entriss. Verwunderlich. Ich hatte gehofft, dass er wimmern oder gar um sein räudiges Dasein betteln würde. Obwohl ich mir so viel Zeit mit seinem Tod ließ, wollte er einfach keinen Schmerzenslaut von sich geben. Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt. Vielleicht gelingt mir ja bei den hier Anwesenden, was mir bei eurem Freund nicht gelang. Ignis Fero! Einmal ein Feuerball. Und da ist Taschmann tot. Ados Schlüssel erhalten. Jandrik von Andergast. Folgt mir. Ha. Für Rondra und Pharmalor. Meint ihr? Bei Angroschmann. Ah, der Typ, der ist ein bisschen krass.
Ah, er hat auch einen Armatrutz drauf. So, den umgeben wir jetzt einfach mit. Jawohl. Für Rondra und Tamalor. Lass das mal Vorgrim machen. Bam. Wie er da gesprungen kommt. Da muss ich jetzt aber gleich einen Heiltrank reinballern. Aufgepasst. Sonst liegt er noch am gleich am Boden. Bei Rondra. Einkreisen. Das bin ich? Ja. Ein Schwert. Ein Dorn. Und wie er auf mich geht, ja. Aber manche Leute gehen auch. Also ich habe gelesen, dass manche Gegner halt auch total auf Magier, Fernkämpfer und Sonstbots gehen. Die lassen die Marshall-Leute halt komplett links liegen. Zum Beispiel Noldrokon, der soll ziemlich krass eigentlich sein, weil der immer auf die Magier und Fernkämpfer geht. Habe ich jetzt nicht so gemerkt, aber gut, der war ja bei mir auch relativ schnell am Down. Also. Bei meiner Axt. Zur Stelle. Der Dude hat auch keinen Armatrutz mehr, komm. Na klar. Aber der hat trotzdem halt, der hat einen übelst hohen Ausweichwert. Ich glaube, der fällt ins Wasser, oder? Ja. Eine Handvoll Dukaten. Oh, jetzt geht das Schiff unter. Okay, also so krass würde ich mal behaupten, war die Geschichte jetzt auch nicht, oder? Ah, holy moly. Endlich wissen wir, wer hinter allem steckt. Dafür wird die alte Nicebeck bezahlen. Ulvine Nicebeck ist nicht zu unterschätzen. Wir sollten uns gut rüsten, bevor wir sie in ihrem Konto zur Rede stellen. Da werde ich die natürlich alle mitnehmen. Aufgepasst! Folgt mir! Ich versuche mein Bett. Genau. Ich gebe ihm jetzt erstmal hier. Ich könnte auch mit einem Balsam Salabunde natürlich das machen. Ich weiß aber nicht, ob ich das, ich weiß nicht, wann ich das machen kann. Also es gibt noch so eine letzte Mission. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt dann machen, jetzt machen kann oder erst später. Aber, ja. Ich finde den, erstattet immer ran, Bericht. Besiegt den Andrich. Der Gang der Dinge. Die Gang der Dinge. Okay. Rede ich jetzt mal noch mit Emmeran. Und ich denke mal, aber ich werde das wahrscheinlich erst nach Talon machen. Weil ich in Talon halt weitaus bessere Ausrüstung bekomme als das, was ich halt jetzt habe. Weil, ja, das ist nicht wirklich das Beste. Wie sieht es aus? Habt ihr schon alles erledigt? Ja, die Angelegenheit mit Taschenmann endete leider anders als geplant. Wie richtet, was ist passiert? Ich konnte ihn in Fuhrmannsheim ausfindig machen und folgte ihm bis zum Hafen. Dort wurden wir von Ulvine Nicebecks Hausmagie überrascht. Er tötete Taschenmann. Wie scheint, sind die Nicebecks in mehr involviert als nur an dem Mord an eurem Sohn. Selbst mein Freund Ardo vom Eberstamm war Opfer des Hauses Nicebeck. Taschenmann ist tot? Das bringt der Gerechtigkeit nichts. Wie ihr sagtet, er war nur eine Marionette der Nicebecks, da bin ich mir sicher. Doch mit seinem Tod sind auch die Beweise unserer ihrer Beziehung gestorben. Diese verdammten Nicebecks. Immer gelingt es diesen Würmern, sich aus dem Strick herauszuwinden, den sie sich selbst geknotet haben. Es tut mir leid. Kann ich noch etwas für euch erledigen? Nein, im Augenblick nicht. Hier ist die Entlohnung für eure bisherigen Leistungen. Ich werde mich ein wenig zurückziehen. Ich muss mich um die Beerdigung meines Sohnes kümmern. Tut dies. Doch wisset, Ulvine Niceback zu stellen, obliegt mir. Diese Hexe hat genug Unheil verbreitet. Darüber wird sie Rechenschaft ablegen müssen. Ihr ähnelt meinem Sohn sehr. Er würde an eurer Seite kämpfen, wenn er noch leben würde. Wenn ihr es wirklich ernst meint, begebt euch zum Konter des Hauses Nicebacks. Dort hält sich Ulvine die meiste Zeit auf. Viel Glück. Rache für Ardo. Stellt Ulvine Niceback. Ja.
weiß nicht, ob ich das, ob ich jetzt auch noch das mit dem, die Untergrundsache mache. Also mit den Ratten. Oder ob ich die auch erst später mache. Wobei, ich könnte es eigentlich jetzt auch schon machen. Dann habe ich schon mal einen gewissen... Ich weiß nicht, kann ich... Ich glaube, ich kann das jetzt schon machen. Ich müsste es eigentlich komplett fertig machen können. Ja. Ich denke, das werde ich dann auch noch angehen. Und dann wüsste ich eigentlich gerade gar nicht mehr, was ich dann sonst noch tun könnte hier. Ne? Rezept für den Meistertrank, das geht erst in Talon. Weg nach Murolosch ist die Hauptquest und Rattenplage ist halt das Einzige, was jetzt noch offen ist. Also, muss ich mal kurz gucken. Jawohl. Wie viele Punkte? Oh, 416, okay. Da haben wir schon ein bisschen was bekommen. Na klar. Oh, 1062. Das, wenn glatt ist, mal viele Punkte. Ja. Das ist halt dann... Sie kann halt, von hier kann sie halt auch gar nichts. Was kann sie dann eigentlich mit Fechtwaffen? Meisterparade, Klingenwind. Aber wichtig ist eigentlich gezielter Stoß, gezielter Stich, Klingensturm, Todesstoß. Das sind die wichtigsten Sachen für Gladys. Und sonst muss ich mal gucken.